Dalmatiens schönster Campingplatz. Vielleicht. Für mich auf jeden Fall einer der Top-Plätze. Ihr habt es ja eh schon gelesen. Campingplatz Belvedere. Aber das stimmt gar nicht mehr. Er heißt nämlich jetzt Amatria Park Camping. Allerdings heißt das so auch erst seit wenigen Monaten. Bei uns ist er noch Belvedere und den schauen wir uns an direkt nach dem Intro. Wie ihr schon auf dem Plan sehen könnt, gibt es hier eine Menge. Es gibt Wohnungen, es gibt Mobilheime, es gibt Stellplätze, es gibt Camping, es gibt Zelte, es gibt... Schauen wir es uns einfach an. Um auch dieses Video wieder so kurz und knapp wie möglich halten zu können, fahren wir das Ganze einfach mal mit dem Roller ab. Jetzt befinden wir uns schon auf dem Zubringer vom Campingplatz Belvedere oder wie er heißt, Amatria Park Camping. An der Einfahrt werdet ihr dann empfangen von Lavendel und Zypressen. Hier vorne rechts sehen wir jetzt auch gleich die Rezeption. Da werden wir jetzt aber erstmal nicht reingehen. Wir werden jetzt einfach mal dran vorbeifahren und fahren direkt auf den Campingplatz. Wer von euch jetzt den Campingplatz in der Nebensaison besuchen möchte, den kann ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben. Nehmt eure ADAC Campcard oder die AXI Campingcard mit. Da kriegt ihr nämlich satte Rabatte. Und wer von euch noch keine Campcard besitzt, kein Problem. Ein Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Das sind jetzt die ersten Mobile Homes, die ihr natürlich auch buchen könnt. Wer von euch schon mal hier auf dem Campingplatz war, darf seine Erfahrungen gerne mit uns teilen und hier in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns drauf. So, das ist jetzt die erste Reihe hier auf dem Campingplatz. Von oben und hier befinden sich anfangs die Campingzelte. Der Campingplatz ist terrassenförmig, terrassenartig aufgebaut mit 6 oder 7 Ebenen. Also recht angenehm hier entlang zu fahren. Im Übrigen habt ihr hier die Möglichkeit Mountainbikes zu mieten, Tennis zu spielen, Tischtennis zu spielen. Also Freizeitaktivitäten habt ihr hier einige vorhanden. Ah, da könnt ihr euch genauere Informationen dann nochmal unter der Webseite holen. Die werde ich euch auf jeden Fall in die Beschreibung mit reinpacken. Auf jeder Ebene befinden sich 2 Treppen, die weiter nach unten oder nach oben führen. Die Toilettenanlagen sind auf jeder zweiten Ebene zu finden. Die erste kommt auch schon hier. Hier das grüne Haus, das schauen wir uns an. Für die kleinen Camper unter euch gibt es hier euren Sanitärbereich mit separierten Wickeltisch und die Toiletten sind auch alle ein bisschen niedergesetzt. Die Toilettenanlagen der Damen befinden sich direkt nebenan. Die Sanitäranlagen wurden mehrmals am Tag gereinigt. Also wir hatten keinen einzigen Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, boah, es ist dreckig. Echt super. Top gepflegt. Ein Meter weiter von den Sanitärhäusern finden wir die Müllentsorgung. Hier wird getrennt zwischen Glas, Plastik, Restmüll und Papier. Rauf auf den Roller und weiter geht's. Wir schauen uns die nächsten Ebenen an. Zwischen den ganzen Pinien und Zypressen sieht man immer wieder das Meer durchblitzen. Ich persönlich finde es einfach traumhaft schön. Um auch in Zukunft kein Video mehr von uns zu verpassen, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr jetzt den Kanal abonniert. Kanal abonniert und weiter geht's! Wir waren 2 Wochen hier auf dem wunderschönen Campingplatz Belvedere und wir hatten permanent traumhaftes Wetter. Vom Campingplatz aus seid ihr auch recht schnell in der Stadt Trogir. Mit dem Roller, wir hatten jetzt einen 50er Roller dabei, war mal innerhalb von 15 Minuten da. Hier habt ihr dann auch nochmal die Möglichkeiten einzukaufen, beim Lidl, beim Plodine. Die Stadt selbst ist wirklich schön. Also es gibt einiges zu sehen. Unten am Hafen findet ihr dann die Burg von Trogir. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, mit dem Taxiboot hinzufahren. Aber dazu kommen wir später. Musik.
Selbstverständlich könnt ihr hier natürlich auch eure Chemietoiletten entleeren. Nebenan befinden sich dann die Waschmaschinen und die Trockner. Wie ihr sehen könnt, waren hier leider viele out of order. Ein Haus weiter befinden sich jetzt die Herrenduschen. Hier auf der linken Seite, rechts die Herrentoiletten. Gegenüber in dem gelben sind übrigens die Abwaschmöglichkeiten. Jetzt schauen wir uns mal kurz die WC-Herrentoilette an. Die war während dem gesamten Aufenthalt einfach picobello sauber. Muss ich sagen, da gab es wirklich nichts zu beanstanden. Es sind aber auch mehrmals am Tag die Putzleute rein und haben hier richtig durchgebonert. Also wirklich ein Traum. Toilettenpapier war ausreichend vorhanden. Langsam komme ich mir vor wie ein Sanitäranlagentester. Aber ich muss sagen, mir ist es auch einfach verdammt wichtig, wie sauber diese Sanitäranlagen sind. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, wie wichtig ist es euch denn? Übrigens, mit so einem Roller hier entlang zu cruisen, macht schon richtig Spaß. Das Wetter ist hier ein Traum. Angenehme 32 Grad. Hier mit dem Roller ein bisschen umeinander fahren, sich alles ansehen. Ich persönlich stehe ja voll auf die ganzen Wohnmobile und Wohnwägen, was es da immer zu sehen gibt. Ja, herrlich. Wir fahren weiter Richtung Beach. Nicht ganz. Eigentlich würden wir die nächste reinfahren, aber wie ihr sehen könnt, ist hier die Einbahnstraße. Sprich, die Ebene müssen wir kurz überspringen. Fahren in die nächste Ebene wieder rein. Hier befinden sich dann die Wohnungen, die zu mieten sind. Fahren jetzt hier in die nächste Ebene rein und fahren hinten dann wieder hoch, also weg vom Strand. Hier befinden sich jetzt auch die Superieurplätze. Klar, ganz unten, fast ganz unten, mit Meerblick, schon herrlich. Allerdings kostet es dementsprechend. Die Sanitäranlagen sind alle gleich aufgebaut. Sprich, in jedem Sanitärhaus habt ihr auch die Möglichkeit abzuwaschen. Jetzt fahren wir in den Pool. Der ist natürlich sehr gut besucht. Also raus alle und hat funktioniert. Hier links seht ihr übrigens die Stadt Trogir. Die Aussicht ist schon ein Traum. Also allein die Aussicht, die ist schon eine Reise wert. Mir persönlich hat es so gut gefallen hier. Ich denke, dass ich auch bald wieder hinreisen werde, weil es einfach super schön ist hier in Trogir. Auch die Stadt selber muss man gesehen haben. Also wer von euch noch nicht in Trogir war, schreibt es auf jeden Fall auf die nächste Urlaubsplanung mit drauf, weil ein Traum. So, jetzt wie versprochen, jetzt geht es wieder einmal nach oben und fahren die Ebene 2, 3 von unten ab. Ich meine, die 2er ist es. Und auch hier befinden sich wieder die Sanitärhäuser. Wie gesagt, die Sanitärhäuser, die sind alle gleich aufgebaut, bis auf die Farbe. Jetzt schauen wir uns mal die Duschkabinen der Damen an und siehe hier, es gibt die Möglichkeit, sich die Haare zu föhnen. Ich denke, das freut doch die meisten Damen unter euch. Und jetzt möchte ich euch noch ein kleines Highlight zeigen, welches nicht selbstverständlich ist auf Campingplätzen, und zwar eine Hundedusche. Überall müssten wir Hundebesitzer für den Hund bezahlen, aber bekommen nichts. Hier haben wir zumindest eine Hundedusche. Im Übrigen kostet euer Vierbeiner nichts, zumindest in der Nebensaison. Hier ist allerdings die Voraussetzung, dass ihr die AXI Campcard habt oder die ADAC Campingcard. Selbstverständlich gibt es auch einen Supermarkt. Und den dürft ihr euch jetzt in aller Ruhe ansehen und genießen. Hier gibt es übrigens noch ein ATM, sprich ihr habt die Möglichkeit, euer Geld hier abzuheben.
Also der Supermarkt hat natürlich einiges hier zu bieten. Er ist recht groß und hier bekommt ihr in der Regel alles, was ihr mal so zwischendurch braucht. So, jetzt kommen wir zur letzten oder auf die letzte Ebene hier auf dem Campingplatz. Und ab jetzt geht nichts mehr mit dem Roller. Sprich, ich laufe für euch. So, als nächstes sehen wir auch schon das Taxiboot, mit welchem ihr bequem nach Trogir fahren könnt. Ich meine jede Stunde und Fahrpreis 5 Euro hin und zurück. Für die Kinder gibt es hier auch einen Luftpark, Luftmatratzenpark, ich weiß nicht, wie man die nennt. Auf jeden Fall super genial. Also ich persönlich würde auch gerne noch drauf gehen, aber dann schauen halt die Leute doch ein bisschen blöd. Hier habt ihr die Möglichkeit, euch massieren zu lassen. Ich habe es leider nicht getan. Beim nächsten Aufenthalt werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Und ich habe hier wie so eine kleine Shopping-Mall, sage ich jetzt mal, wo ihr ein paar Accessoires kaufen könnt, ein paar Mitbringsel für die Daheimgebliebenen und Handtücher. Das Übliche, was es wohl in den meisten Dingern gibt. Auf jeden Fall schaut euch dieses Restaurant an. Wahnsinn! Ich kann es euch empfehlen, es ist wirklich sehr schön gemacht. Am Abend sieht es natürlich nochmal ein Duttel besser aus, aber Olivenbäume und andere Bäume, die Aussicht, ein Träumchen. Ja, die weißen Sonnenschirme machen natürlich alles zu einem Highlight. Keine Ahnung, wie diese Bar heißt, ich nenne sie jetzt einfach Tagesbar. Hier habt ihr Angebote, was ihr über den ganzen Tag aus machen könnt. Yoga, Aquagymnastik, wird einiges angeboten auf jeden Fall. Ah, diese Sonnenschirme, ja, herrlich, herrlich. Mit diesem blauen Meer, einfach genial. Echt, warte, drehen wir es um, schauen wir es uns nochmal genauer an. Es ist, wow, wow. So muss Urlaub aussehen, ganz einfach. Hier hat sie die Möglichkeit, Eis zu kaufen. Da gab es ein besonders leckeres Eis. Ich habe leider Gottes so schlecht gefilmt, dass ich jetzt nicht weiß, wie dieses Eis hieß. Falls es mir einfällt, ich schreibe es euch auf jeden Fall in die Kommentare. So, dann gehen wir jetzt noch den letzten Weg hier am Strand entlang. Links sind die Superior Mobile Homes. Natürlich direkt unten am Strand. Der Ausblick, gigantisch, brauchen wir nicht drüber reden. Herrlich. Jetzt kommt da der Dog Park. Der befindet sich genau da. Agility Park, so heißt er. Und mein Dog, der, ja, er hatte seinen Spaß. Keine Ahnung, was er genau gemacht hat. Auf jeden Fall nicht das, wofür die Geräte an sich gemacht waren. So. Das war an sich der Campingplatz. Hier kann man jetzt nur noch eine Bootstour buchen. Wenn es hier durch den Wald hier durchgeht, kommt ihr zu einem Dorf, recht nett. Geht es weiter, kommt zum nächsten Dorf, auch ganz nett. Und ihr Mann kommt jetzt tatsächlich in die Stadt Trogir zu Fuß. Allerdings haben wir es nicht geschafft. Aber jetzt zeige ich euch noch schnell, wo ihr die Entsorgungsstation vom Wohnmobil, wo ihr euer Grauwasser entsorgen könnt. Und zwar müsst ihr da komplett nochmal raus, an der Rezeption vorbei, dann kommt links hier der riesen Parkplatz und dann auf der rechten Seite befindet sich die Entsorgungsstation. So einfach ist es. Ich sag mal wieder, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim nächsten Video, schaut euch doch am besten dieses gleich an und wir sehen uns auf jeden Fall in Trogir, würde ich sagen, oder? Viel Spaß!